Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Wie schon vorher erwähnt, ich bin von der Firma Microsoft, wobei man dazu sagen muss, ich bin noch nicht wirklich lange bei der Firma Microsoft, also ich bin erst seit 6 Monaten dabei. Nichtsdestotrotz waren die letzten 6 Monate gerade mit Azure sehr interessant. Und ja, ich habe die Freude, nachdem mich der Mario gefragt hat, über Service Bus etwas zu berichten, diesen Vortrag hier zu halten. Vielleicht ein bisschen zu meiner Geschichte, damit ihr ein besseres Gefühl dafür bekommt. Vor 5 bis 6 Jahren war ich bei einem Startup in Wien beteiligt, der sich mit .NET-Technologie oder basierend auf .NET-Technologie eine komplette Middleware-Lösung gebaut hat. Und zwar mit dem Theorem des Complex Event Processings. Es war die Firma Senactive damals und wir haben wirklich auf der grünen Basis, damals noch mit Beta-Versionen von SQL Server 2005, angefangen, eine Middleware-Lösung aufzubauen. Und deswegen kenne ich die Entwicklungs-Community oder die Entwicklung auf .NET-Basis eigentlich relativ gut. Ich habe mich dann ein bisschen weiterentwickelt, nachdem habe die Firma dann 3 Jahre später verlassen und bin dann mehr Richtung Technical Pre-Sales beziehungsweise Business, technische Aspekte näher zu bringen, vorgegangen. Habe das bei 2 unterschiedlichen Unternehmen gemacht und bin jetzt eben bei der Microsoft gelandet. Service Bus, beziehungsweise wie ich es teilweise bezeichnen würde, Enterprise Service Bus, ist eine Technologie, die ich schon relativ lange kenne und mit der ich auch schon relativ lange gearbeitet habe. Und deswegen passt das Thema eigentlich relativ gut zu mir. Kurz die Agenda. Ich habe hier nur 2 Punkte aufgelistet. Das ist relativ einfach. Das erste ist, was ist überhaupt ein Enterprise Service Bus? Speziell, weil sehr häufig sehr unterschiedliche Definitionen hier zu finden sind. Und das zweite, AppFabric. AppFabric ist eine Komponente aus Windows Azure, die eine Service Bus zur Verfügung stellt. Und ich habe hier Internet in Klammer gesetzt, weil ich für mich persönlich es sehe, dass sich dieser Service Bus, so wie wir ihn kennen, den Enterprise Service Bus in eine andere Richtung, nämlich Richtung Web entwickelt. Und deswegen wollte ich das hier Ausdruck verleihen und den Internet Service Bus oder als Internet Service Bus benennen. Definition eines Enterprise Service Bus. Da beginnt das Ganze schon etwas kompliziert zu werden. Warum? Weil es in der Literatur, auf den Universitäten, in sämtlichen Unternehmen die unterschiedlichsten Definitionen von Enterprise Service Bus gibt. Sie teilweise überlappend sind, aber in Wirklichkeit es nicht eine Definition für den Enterprise Service Bus gibt. Hier hätte ich einmal eine kurze Frage, wer von euch hat eigentlich schon einmal einen Enterprise Service Bus in seiner Softwarearchitektur verwendet bzw. eingesetzt? Okay. Es ist interessant zu sehen, es sind 5, 6 Personen, haben die Hand aufgehoben. Warum ist es so interessant zu sehen? Weil die Technologie eigentlich aus dem Jahr 2002 stammt. Also im Jahr 2002 hat es die ersten Publikationen darüber gegeben, was ein Enterprise Service Bus sein kann, beziehungsweise wie er sich so verhalten hat und wie er in der Softwarearchitektur eingesetzt werden kann. Ich habe vorher kurz angesprochen, dass die Definition eines Enterprise Service Bus nicht sehr einfach ist, beziehungsweise in der Literatur nicht wirklich definiert ist. Und das Interessante daran ist, ich habe hier ein paar Zitate von, was so ein Service Bus ist, herausgeschrieben. Die Gartner Group, das ist vielleicht eher eine Business- oder eine Endkundendefinierte Sicht, die meint, ein Enterprise Service Bus ist im Endeffekt eine Komponente, die Web-Services in irgendeiner Weise integriert bzw. zusammenführt, die Beziehungen zwischen den jeweiligen Services in irgendeiner Weise zusammenbringt und die eigentlich ein sehr lose gekoppeltes System im Endeffekt vorhersagt. Das Interessante daran ist, wir als Techniker können sie damit noch nicht wirklich identifizieren bzw. wissen noch nicht, was bei so einer Definition in Wirklichkeit ein Enterprise-Service-Bus ist. Auf der anderen Seite die Burton Group zum Beispiel, die in eine ähnliche Richtung geht und sagt, dass es ein Typ von Integration eines Middleware-Produktes ist. Und ein Middleware-Produkt, das versucht, unterschiedliche Komponenten zueinander zu verbinden und in Einklang zu bringen. Sonic Software in diesem Fall ist ein Hersteller eines Enterprise Service Buses, der meint, es ist ein Standard Integration Backbone, wo sich unterschiedliche Services, unterschiedliche Technologien verbinden können und man Transformation zwischen den jeweiligen Services machen kann, beziehungsweise zwischen den Technologien machen kann. IBM, das die klare Statement sagt, WebSphere MQ ist ein Service Bus. Das ist relativ einfach.
Und dann die Wikipedia-Definition, die mir eigentlich noch am besten gefällt von allen, weil sie einfach den Raum offen lässt und trotzdem sagt, dass es ein Modell für das Designen von Software ist, im Endeffekt, um Software zu, um Software-Interaktion zu designen. Die Kommunikation zwischen manuellen und sowie automatisierten Softwarekomponenten im Endeffekt versucht in einen Einklang zu bringen und dass sie sehr stark auf service-orientierte Architektur aufsetzt im Endeffekt. Nachdem wir noch immer nicht wissen, was so in Wirklichkeit ein Enterprise Service Bus ist, und noch keine Definition dafür gefunden haben, möchte ich kurz einmal das Pattern an sich herzeigen und möchte mit dem starten, wie ein Enterprise Service Bus in Wirklichkeit so eingesetzt wird. Wir kennen die einfachste Architektur alle, das ist einfach ein Client, der auf gewisse Services zugreift. Die Services können jetzt RESTful Services sein, wie wir später noch hören werden, das können SOAP Services sein, das können Queues sein, das können die unterschiedlichsten Services sein, die dieser Client diese Client-Applikation zugreift. Wenn man den Service Bus jetzt sieht, wo er platziert wird, beziehungsweise was seine Aufgaben sind, dann ist es relativ klar, dass er versucht, die Services, die Enterprise Services von der Client-Applikation zu entkoppeln. Und zwar, um sich dazwischen zu schalten. Das kommt jetzt sehr häufig die Frage, wozu, warum, wofür ist das gut? Es ist es stellt sich heraus, dass es sinnvoll ist, eine Abstraktion durchzuführen von den End-Services, ganz einfach, weil man dann einen Eingriffspunkt hat, um Software zu verändern, um Daten zu verändern, beziehungsweise auch um die Kommunikation in einer gewissen Weise besser herzustellen beziehungsweise sicherer herzustellen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass man über diese Service Buses sehr leicht Technologien umstellen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen SOAP-Service im Hintergrund, das bis jetzt die Daten zur Verfügung gestellt hat, wollen aber auch einen REST-Service anbieten für die gleiche oder für dieses Service, dann ist das über einen Service Bus relativ einfach machbar. Auf der anderen Seite müssen Sie Ihre Implementierung im Hintergrund ändern, auf Asynchronität umstellen, weil Sie Ihre Last nicht mehr abbilden können in Ihre Systeme, kommt auch ein Enterprise Service Bus hier zur Anwendung. Das ist eines der bekanntesten, würde ich jetzt einmal sagen, Bilder, die es so gibt für einen Enterprise Service Bus. Im Endeffekt wird der Enterprise Service Bus sehr häufig als eine Art Tunnel gezeigt, wo sich die unterschiedlichsten Softwarekomponenten auf den Tunnel verbinden können und mit ihm kommunizieren können. Interessant ist hier, dass diese eben unterschiedliche Technologien sein können. Das heißt, wie vorher angesprochen, das kann ein Webservice sein, das kann aber genauso eine Message Queue sein. Das kann sogar so weit gehen, dass es nicht nur technologieübergreifend passiert, sondern dass es auch wirklich sprachenübergreifend passiert. Sehr häufig ist es so, dass man in den Backend-Systemen Java-Applikationen wie .NET-Applikationen hat und dass es hier eine Art Transformation geben muss. Das kann jetzt einerseits passieren über die Entkopplung von Web-Services, das kann aber genauso passieren in einem Enterprise-Service-Bus, der diese Transformation übernimmt, beziehungsweise sich dazwischen schaltet in dem Fall. Und der dritte Punkt, der einem Enterprise Service Bus sehr häufig zugesprochen wird, ist, dass er versucht, aus Implementierungsservices, so wie wir sie täglich praktizieren bzw. entwickeln, Business Services zu abstrahieren. Was bedeutet das? Dadurch, dass der Service Bus sehr häufig von Endanwendern benutzt wird, wie zum Beispiel einer Client-Applikation, in dem Fall ein Webshop, zum Beispiel, dann will ich als Endanwender bzw. als Client, als Person, die die Software schreibt, die Client-Applikation schreibt, ihn eigentlich nicht wissen, was die Interna dieses Prozesses in der jeweiligen IT sind. Das heißt, ich möchte eigentlich einen Service zur Verfügung stellen, das für den Kunden relevant ist, für den Anwender relevant ist in dem Fall. Und das ist in dem Fall zum Beispiel ein Buch bestellen. Der Endanwender der Client-Applikation möchte ein Buch bestellen. Er möchte sich aber nicht darum kümmern, was im Hintergrund abläuft. Und sehr häufig, wenn wir jetzt unsere Services entwickeln, sind sie ja sehr stark entkoppelt, muss ich dafür mehrere Operationen durchführen. Das heißt, ich muss die Order speichern, ich muss eine Notifikation durchführen, ich muss unter Umständen
den Balance oder einen Credit-Check machen, ob der Kunde dieses Buch überhaupt bestellen darf und so weiter. Und das Interessante des Service Pass ist nun hier, dass diese Order-Book-Methode bzw. dieses Interface, dieser Kontrakt, der zur Verfügung gestellt wird, nicht geändert werden muss, sobald sich im Hintergrund irgendwas an meiner IT-Logik ändert. Also sei es jetzt, dass ich statt der Notifizierung, dass ich in diesem Fall zum Beispiel das Notify-User durch, was bis jetzt durch einen Service passiert ist, durch eine Message Queue ersetzen muss zum Beispiel. Das sollte dem User nicht betreffen. Und hier ist es sehr interessant für den Enterprise, oder ist der Service Pass sehr interessant, dass er diese Kapabilität zur Verfügung stellt. Die Service Description, die ich hier kurz angeführt habe, ist ganz einfach. Das, was Sie kennen, ein Enterprise Service Pass, stellt einen Kontrakt, einen Eingang zur Verfügung und definiert diesen. Und der kann über unterschiedliche Varianten beschrieben sein. In meisten Fällen, dadurch, dass wir in einer SOA-Architektur sein, wird das irgendeine Art Whistle-File sein. Es gibt aber auch andere Technologien, wie die Service-Kontrakte zur Verfügung gestellt werden. Nachdem die Definition nicht so einfach ist, was ein Service Pass ist und jeder Software-Vendor etwas anderes darunter versteht, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das die beste Variante herauszugreifen, was sind typische Features oder was sind typische Eigenschaften eines Enterprise Service Passes und habe sie versucht, hier mal grob darzustellen. Das Interessante daran ist, Sie werden immer Software finden, die sich als Enterprise Service Pass bezeichnet, diesen oder sagt, Sie sind ein Enterprise Service Pass, die vielleicht nur drei dieser Features zur Verfügung stellen. Es gibt keine Lösung am Markt in Wirklichkeit, die alle diese Features zur Verfügung stellt. Und da ist es für Sie sehr wohl interessant zu wissen, welchen Enterprise Service Pass bzw. welche Technologie will ich überhaupt einsetzen, welche Features brauche ich für meine Applikation und das dann hinunterzubrechen im Endeffekt auf das Produkt, das Sie auch einsetzen können. Ich habe ein paar davon herausgegriffen und möchte auf die näher eingehen, weil ich glaube, dass das, die wichtigsten Features sind. Das erste ist Routing. Routing an sich, kurzes Zitat, the ability to channel a request a particular service provider based on deterministic or variable routing criteria. Was meinen wir damit? Wenn wir einen Service Call machen, einen Business Service Call machen, dann wollen wir in einer gewissen Weise den nach unten auf ein wirkliches Implementierungsservice weiter delegieren. Damit wir das tun können, brauchen wir eine Art Routing. Wir brauchen irgendeine Art, die beschreibt, wenn diese Methode aufgerufen wird oder dieses Service-Kontakt aufgerufen wird, dann soll der auf dieses Implementierungsservice weitergeleitet werden. Und das wäre die einfachste Variante eines Routings. Es gibt aber sehr häufig Anwendungen, wo Sie aufgrund von den Daten, die über diesen Service-Call kommuniziert werden, beziehungsweise aufgrund des Security-Kontextes, wie auch immer, erfordern, dass eine andere Art von Routing durchgeführt wird. Ein typisches Fall, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Webseite, wo im Hintergrund zwei alte Ordersysteme nach wie vor laufen. Das eine ist zuständig für CDs, das andere ist zuständig für Bücher. Sie haben aber einen Webshop, der im Endeffekt beides verwalten kann, eine Entität hat und das im Endeffekt über den Service Pass bestellen will. Dann könnte eine Art des Routings sein, die überprüft in den Daten, die gerade kommen, wenn es ein Buch ist, dann schicke ich es in das linke Ordersystem, wenn es aber eine CD ist, dann schicke ich es zum Beispiel in das rechte Ordering-System oder in die rechte Implementierung des Services. Das wäre eine Art Content-Based Routing. Das andere wäre eine Policy-Based Routing. Könnten wir sich zum Beispiel überlegen, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, es zu einem gewissen Zeitpunkt stehen gewisse Infrastrukturen nicht zur Verfügung oder sind normalerweise überlastet, dann möchte ich das von mir aus statt dem Service 1, das in Europa läuft, auf das Service 2, das in den USA läuft, zum Beispiel umdelegieren. Und der dritte Punkt, das ist dann wirklich sehr spezifisch schon und geht sehr weit in die Tiefe, da sind wir dann so weit, dass es wirklich auf Regel basierend, dass wirklich Regeln definieren, wie dieses Routing vor sich geht. Auch wieder hier ist es sehr interessant, keines der Produkte oder viele der Produkte unterstützen normalerweise nur normales statisches, deterministisches Routing. Manche unterstützen Content-Based Routing, manche Policy-Based Routing. Das kommt wieder auf Ihre Applikation drauf an, was Sie benötigen, beziehungsweise wie Sie welchen Enterprise-Service-Pass Sie einsetzen wollen.
Protokoll Transformation ist eine andere Komponente eines Enterprise Service Bus. Und hier geht es im Endeffekt darum, dass Sie aus einer, im einfachsten Fall, aus einem REST-Request einen WSDL-Request zum Beispiel machen können, beziehungsweise umgekehrt. Im komplizierteren Fall, dass Sie aus einem Web-Service-Kontrakt, das der Service Bus zur Verfügung stellt, wo diese Order-Book-Methode im Endeffekt angeboten wird, diese in eine Message-Queue schreiben müssen, weil sie asynchron dahinter die Kommunikation zum Beispiel vor sich gehen wollen und mit dem Endkunden aber nicht zeigen wollen, dass dahinter die Asynchronität passiert, sondern in Wirklichkeit ihm eine einfache Schnittstelle anbieten möchten. Das wäre so eine Art der Protokolltransformation. Service Mapping, da geht es jetzt eben darum, irgendwer muss wissen, wo das wirklich das reale Service liegt. Das heißt, wenn Sie einen Business Service haben, welche Implementierung, wo ist der Port, wo ist die Instanz, wo muss ich hingehen, damit ich wirklich diesen Service Call machen muss. Und das ist sicher eine, und dafür brauchen Sie Service Mapping, um genau diese Beziehung abzubilden. Und das ist sicher eines der Features, die jeder Service Bus normalerweise hat, weil ohne dem können Sie keine weiteren Service Calls im Endeffekt machen, beziehungsweise diese weiter delegieren. Security ist sehr häufig ein Thema. Die Services, die Business Services zu sichern, was darf ich mit denen machen, wer darf etwas machen, wer darf welchen Call machen. Das ist auch ein Punkt, der sehr häufig und sehr wichtig für Enterprise Service Bus ist. Und als letztes Message Transformation. Hier geht es eben darum, dass ich Content, die Message selbst transformieren kann. Das heißt, einerseits anreichern kann mit zusätzlichen Informationen. Typischer Fall, Sie haben einen Service, einen Implementierungsservice im Backend, das Sie erweitern, dass Sie um ein gewisse Attribute erweitern und wollen das dem Kunden noch nicht zur Verfügung stellen, dann gibt es hier die Möglichkeit, dass Sie einfach eingreifen können und gewisse Attribute zum Beispiel automatisch befehlen lassen können in den Enterprise Service Bus, beziehungsweise die Message adaptieren können, die weiter nach unten gesendet wird. So, was sind jetzt die typischen Vorteile eines Enterprise Service Bus. Er ermöglicht es die Flexibilität oder ermöglicht Flexibilität in ihre Softwarelandschaft zu bringen. Es ist für Sie einfacher, die Implementierungen auszutauschen beziehungsweise die Implementierungen zu verändern, ohne dass der Kunde beziehungsweise ihr Kunde, in dem Fall die Applikation, die da vorne sitzt, die davor sitzt und das Service aufruft, etwas davon mitbekommt bzw. darauf agieren muss. Das ist auch sehr häufig insofern der Fall, dass Sie, wenn Sie sehr viele unterschiedliche Kunden, Client-Applikationen haben, die auf ähnliche Services zugreifen, sehr häufig müssen dann sehr viele Codebasen geändert werden und da ist es ganz einfach möglich, über den Enterprise Service Bus das flexibler auszusteuern und bzw. anzubieten. Das nächste Thema ist Skalierung. Skalierung, wenn Sie die Skalierung über Web-Services bzw. über REST-Services machen, dann wissen Sie, passiert das über Web-Skalierung im Endeffekt, dass die Applikationsserver, dass sie mehrere Instanzen zur Verfügung stellen, dass die Applikationsserver das Load-Balancing machen und solche Dinge. Was Sie dort nicht machen können, ist asynchrone Skalierung zu machen, was ein sehr, sehr interessantes oder sehr, sehr wichtiges Topic ist. Im Endeffekt. Der Enterprise Service Bus bietet Ihnen genau die Möglichkeit, dass Sie zum Beispiel aus einer synchronen Kommunikation eine asynchrone Kommunikation machen, damit Sie ganz einfach die Last aufbringen bzw. abarbeiten können. Ja, das ist ein wunderbarer Punkt. More Configuration rather than Integration Coding. Das ist etwas, was jeder gerne von sich hat. Jeder glaubt, dass es wunderbar funktioniert. Nichtsdestotrotz sehe ich den Punkt bei weitem weniger. Es ist natürlich so, dass Sie jetzt das Routing umstellen können drinnen. Das ist natürlich so, dass Sie einfacher konfigurierbar Message-Formate ändern können. Nichtsdestotrotz ist es immer so, wenn wir über Implementierungsservices reden, dass immer noch Coding-Aufwand zu tun ist. Genauso in einem Enterprise-Service-Bus. Man darf jetzt nicht den Enterprise-Service-Bus als ein XML-File sehen, das konfiguriert wird, sondern in den meisten Fällen werden Sie da sehr wohl noch sehr viel Arbeit reinstecken müssen, damit es funktioniert, Implementierungsarbeit. Für Adaptoren, weil Sie zum Beispiel andere Datenprotokolle brauchen, die nicht standardmäßig zur Verfügung stellen, für gewisse Zugriffe. Es wird zwar von vielen Softwareherstellern geglaubt, dass das alles über Konfiguration geht, in der Realität oder in der Praxis ist es nicht wirklich so.
Und dann Incremental Patching with Zero Downtime. Ja, das ist ganz, es ist insofern relativ angenehm, wenn Sie jetzt die asynchrone Kommunikation haben, die Entkopplung haben, beziehungsweise wenn Sie jetzt die Services entkoppelt haben von den jeweiligen Implementierungsservices, dann kriegt der Endkunde natürlich nicht mit, wenn Sie im Hintergrund irgendwelche Service Downtimes haben, gerade wenn sie asynchron ist, die Kommunikation, und können das damit sehr gut abfangen. Es ist natürlich insofern interessant, weil Sie damit unter Umständen auch die Verfügbarkeit für den Kunden erhöhen können. Also für die Kunden spreche ich immer, für die Applikation, für die vordere Seite, die auf die Services zugreifen will. Das war jetzt so eine kleine Einführung. Es gibt noch viele unterschiedliche Themen, die beim Enterprise Service Bus interessant sind. Es gibt noch unterschiedliche Komponenten, die er sehr häufig zur Verfügung stellen wird. Wie gesagt, das ist für Sie ist es... Wenn Sie die Softwarekomponente einsetzen wollen, dann denken Sie immer über das Pattern bzw. die Art der Kommunikation und nicht über die wirklichen Features, die kommen dann nach und nach. Und erst wenn Sie dann wissen, was Sie machen wollen, suchen Sie sich ein Produkt aus, das im Endeffekt für Sie passt. Es gibt von ganz kleinen Enterprise-Services oder Softwarekomponenten, die Sie einfach im Code verwenden können, bis zu riesig großen Implementierungen, die Sie für ja, unter Umständen einer Bank oder wo auch immer schon zur Verfügung stehen haben und diese ganze, wo es einfach die Policy gibt, dass Sie auch diese benutzen sollen. Wichtig ist ganz einfach das Pattern, die Entkopplung, die Möglichkeit der Transformation, die Möglichkeit, das Service-Aufrufe zu verändern. Das ist ein Pattern, das sehr typisch für den Enterprise-Service-Bus ist und für sehr viele Applikationen interessant sein kann. App Fabric, Internet Service Bus. Der zweite Punkt, mit dem ich mich beschäftigen wollte, ist App Fabric und da kommen wir jetzt Richtung Windows Azure und da werden wir jetzt produktspezifisch. Genau. Kurze Frage, wer kennt Windows Azure? Oh! Marketing hat gutes Marketing, Microsoft hat gutes Marketing gemacht anscheinend. Wer von Ihnen setzt das auch ein? Danke. Danke. Und wer von Ihnen kennt App Fabric? Oh, sehr gut, sehr gut. Das ist schon ein geringer Teil. Kurze Übersicht über Windows Azure, auch wenn wir gutes Marketing schon gemacht haben. Windows Azure von der Firma Microsoft ist ganz einfach eine Cloud-Plattform im Endeffekt. Und App Fabric, würde ich bezeichnen, ist ein Internet-Service-Bus. Das heißt, es ist eine Komponente, die in diesem Konglomerat von Windows Azure zur Verfügung steht und die Sie verwenden können. Ich gehe es ganz kurz durch, nur damit wir wissen, wo wir uns befinden. Windows Azure auf der ganz linken Seite ist im Azure-Umfeld das, was Sie landläufig als ja, Compute und Storage bezeichnen würden. Also da finden Sie, können Sie Server hochfahren, runterfahren, können Applikationen deployen und so weiter und haben Storage-Komponenten, wo Sie im Endeffekt auf Daten ablegen können und so weiter. SQL Azure ist bereits ein, ich würde es nennen, hochwertigeres Service, das die Cloud-Plattform zur Verfügung stellt. Ist nichts anderes als ein SQL-Server, der in der Cloud verfügbar ist, wo Sie sich nicht mehr um das Patching, um die Betrieb, um die Implementierung oder um das Hosting kümmern müssen. Und da sehen wir auch schon den Vorteil oder den ersten Vorteil einer Plattform, einer Cloud-Plattform. Sie verwenden das Service, wenn Sie es benötigen. Sie müssen es nicht verwenden in ihrer Software. Das Interessante daran ist aber, Sie können es relativ einfach verwenden. Das heißt, Sie müssen nicht vorher großartige Infrastruktur herbauen, damit Sie es verwenden können. Und der dritte Punkt ist Windows Azure App Fabric. Und in Windows Azure App Fabric haben wir unterschiedliche Komponenten. Da kommen wir dann schon Richtung Service Bus. Das eine ist Connectivity. Connectivity ist jetzt der Service Bus, den wir gleich besprechen werden. Und das andere ist Access Control Sie spielen sehr stark miteinander zusammen und gehören auch zusammen. Und zwar geht es darum, dass Sie unterschiedliche Login-Provider ganz einfachst auf einen gemeinsamen Standard bringen können und diese in Ihrer Applikation verwenden können. Wenn Sie über Access Control oder andere Informationen über Azure noch was wissen wollen, sind genug Leute da, die sich auskennen und gerne zu mir kommen. App Fabric, der Internet Service Bus. Worum geht es jetzt? Wir haben jetzt kurz vorher besprochen, was ist so ein Service Bus? Und im Endeffekt bietet App Fabric die Möglichkeit, Ihnen Services aus Ihrem lokalen Rechenzentrum sowie aus irgendeiner gehosteten Plattform auf eine Infrastruktur zu bringen, nämlich in dem Fall App Fabric Service Bus, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, wir haben im einfachsten Fall hier
ihr lokales Rechenzentrum, ihren Desktop, wie auch immer, und dort läuft irgendeine Art von Webservice. Dieses Webservice im Endeffekt wollen Sie jetzt public available machen, das wollen Sie den Ihren Kunden, Ihren Applikationen zur Verfügung stellen. Dann bietet Service Bus eben genau die Möglichkeit, dass Sie ohne großartige Konfiguration, ohne dass Sie jetzt, dass Sie diese Firewall-Freischaltungen, dass Sie sich um Nothing und so weiter kümmern müssen, dieses Service für nach außen verfügbar machen. Sie kriegen dann einfach, der Service Bus läuft dann in, oder dieser Service Bus hier oben ist dann im Endeffekt eine Microsoft-Adresse in irgendeiner Weise und die Calls werden dann zu Ihren Services nach unten weiter delegiert. Das Interessante daran ist, da drinnen, wir werden dann gleich noch zu einigen Patterns kommen, dass die Skalierbarkeit hier drinnen zur Verfügung stellt, dass Security und so weiter bereits zur Verfügung stellt und Sie sich um diese Dinge nicht unbedingt mehr kümmern oder nicht kümmern müssen im großen Stil. Genauso auf der anderen Seite, wir haben hier, da ist jetzt eine wunderbare Fabrik gezeichnet, das muss aber nicht unbedingt eine großartige Applikation sein einer B2B-Lösung, das kann genauso gut ein mobiles Endgerät sein, wo Sie einfach das Service aufrufen wollen, beziehungsweise das Service konsumieren wollen im Endeffekt. Genau. Für App Fabric gibt es jetzt unterschiedliche Kommunikationsmöglichkeiten, unterschiedliche Features, und ich möchte Ihnen kurz mal die wichtigen vorstellen, damit Sie sich ein Gefühl machen können, was App Fabric überhaupt ist, beziehungsweise was Sie damit machen können. Das Erste, was App Fabric auf jeden Fall einmal macht, von den Features, die wir vorher auch gesehen haben, ist Relying Messages. Was bedeutet das? Der Receiver in diesem Fall oder auf diesen Bildern, es kommen jetzt mehrere, die ähnlich aussehen, ist immer eine Service-Komponente, die Sie kennen. Also das ist im Endeffekt WCF-Service zum Beispiel. Der Receiver an sich meldet sich jetzt beim Event Service Bus an und sagt, hallo, ich bin zuständig für das Service XY. Interessant dabei ist, im Service Bus selbst, also da oben in dieser Komponente, müssen Sie vorher schon ein paar Parametrisierungen machen, wie dieser Service so ausschaut und wie Sie es zur Verfügung stellen wollen. Und es ist dann unter einer globalen URL, da oben im einfachsten Fall, also es ist normalerweise immer servicebus.windows.net, wird es dann angeboten und steht zur Verfügung als im Endeffekt REST-Service, beziehungsweise WSDL-Service, beziehungsweise DSP-Service, aber da kommen wir noch später dazu. Nichtsdestotrotz, er meldet sich da oben und sagt, ich bin dafür zuständig. Auf der anderen Seite haben wir den Sender bzw. die Client-Applikation und diese Client, im schönen Fall ein mobiles Endgerät, keine Ahnung, ein Windows 7 Phone zum Beispiel. Und dieses möchte jetzt gewisse Daten nutzen. Im Fall von vorher, es möchte zum Beispiel eine Buchbestellung machen, wie wir vorher gesehen haben, was wir vorher als Beispiel gehabt haben. Dann sagt es hier oben im Enterprise Service Bus, Entschuldigung, ich hätte gerne das Bestellservice at Bookservice unter dieser und dieser URL. Es bekommt vom hier zurück, ja, das Service ist verfügbar und mit diesen und diesen Konfigurationen, bitte, Sie können jetzt in der und der Format Ihre Message schicken. Das Interessante ist jetzt, wenn Sie WCF verwenden, dann ist es so, dass also diese Kommunikation, die hier stattfindet, ist normalerweise HTTP, es kann aber auch TCP sein, wir kommen dann gleich noch darauf. Das Interessante ist, sollte es möglich sein, dass die direkt miteinander reden können, dann wird die Kommunikation hier direkt geführt und nicht über den Service Bus geführt. Das ist ein interessantes Feature. Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn Sie jetzt zum Beispiel im lokalen Netz zwei Services haben oder zwei in interne Applikationen haben, die miteinander reden kann. Im Normalfall passiert das aber, passiert die Kommunikation über den Service Bus. Wie wird das Ganze jetzt konfiguriert? Die einfachste Konfiguration, wir haben auch andere Arten von Konfigurationen, aber die einfachste Einbindung ist in Windows Communication Foundation Web Services. Ganz einfach deshalb, weil es dort eine Erweiterung gibt. Das gibt ein SDK, das können Sie sich runterladen für Windows Communication Foundation. Das bietet ein paar zusätzliche Assemblies an und die wiederum stellen nichts anderes sicher, als dass Sie die Möglichkeit haben, dass das Binding, anstatt das, was Sie vorher gehabt haben, ein REST-Binding, ein Web-Service-Binding, was Sie auch immer kennen in Windows Communication Foundation, jetzt ein Binding Richtung, Richtung App Fabric Service Buses. Das heißt, in Wirklichkeit brauchen Sie an Ihre WCF-Services nichts ändern, wenn Sie es zur Verfügung stellen wollen.
Das Einzige, was sie machen, ist, sie ändern die Konfiguration in ihrer App-Config oder in ihrer Web-Config-File und sagen, dieses Service soll jetzt, wenn es hochgefahren wird, zusätzlich sich unter dem Namen beim Enterprise Service Bus melden. Es gibt dort ein Security drinnen und so weiter, aber es ist in Wirklichkeit nur ein Eintrag in den Konfigurationsfiles. Und sobald sie das gemacht haben und das Service hochfahren, meldet sich dieses Service beim Service Bus an und sie können es verwenden im Endeffekt von der äußeren, von jeder Client-Applikation. Was sind so die wichtigsten Komponenten, die man zusätzlich oder die beim Windows Communication Foundation Service bei dem Binding zusätzlich out of the box unterstützt werden? Eben das Nutting, Sie brauchen keine NAT, keine Firewall-Freischaltungen normalerweise machen, damit es funktioniert. Die Kommunikation hier läuft rein über Port 80. Das müssen Sie sich so ähnlich vorstellen wie die Ajax-Call. Im Endeffekt macht der Client, also WCF, einen Kanal Richtung Server auf, Richtung AppFabric auf und lässt den Rückkanal offen, damit die zwei miteinander kommunizieren können. Also sehr ähnlich zu einer Ajax-Kommunikation. Security, Binary, Streaming und so weiter ist so auch supported. Wenn es funktioniert, also Sie können mehrere Konfigurationen, mehrere Bindings angeben, dann kommuniziert er natürlich über .NET TCP. Wenn es nicht funktioniert, dann kommuniziert er über die Webmethode, so wie was ich gerade vorher angesprochen habe. Ja, und Corresponding WFC-Bindings, über das haben wir eh schon gesprochen. Hier. Was wir hier ja machen, ist im Endeffekt nichts anderes als eine Art einer Messaging-Kommunikation. Das heißt, es ist einerseits eine direkte Kommunikation in dem Fall. In dem Fall sind wir zwar, unter Umständen gehen wir über ein Relay, aber es ist nichtsdestotrotz eine direkte Kommunikation. Das heißt, ich will einem Service eine Nachricht zustellen. Ich will an ein Service Adbook schicken im Endeffekt. Das funktioniert, wenn ich ein Service habe. Das funktioniert aber auch, dass ich skaliere, dass ich mehrere Services habe. Es gibt da die Möglichkeit von Load Balancing und so weiter. Das heißt, in WCF selbst ist bereits eine Funktionalität enthalten, wenn Sie skalieren müssen nach hinten, weil Ihre Services die Last nicht mehr abarbeiten können, dann starten Sie einfach mehrere von diesen Receivern, entweder bei sich zu Hause oder von mir aus auch in Windows Azure als eine Compute-Komponente, wie auch immer Sie das machen wollen. Und AppFabric bietet dann mit einer kleinen Konfigurationsänderung sofort eine Skalierbarkeit, wo einfach die Messages dann auf die mehreren Servern gehen. Wichtig ist, das ist aber immer eine 1-zu-1-Kommunikation. Das heißt, von dem Sender geht es direkt zu einem Receiver, niemals zu mehreren Receivern. Wir haben aber sehr häufig auch das Pattern. Wenn Sie jetzt zum Beispiel über Chatting nachdenken, Chat-Applikationen, dann ist es eigentlich so, wenn ich eine Nachricht schicke als Sender, dann möchte ich schon, dass diese Message an jeden Receiver zugestellt wird und nicht nur an einen Receiver zugestellt wird. Und da kommt die zweite Kommunikationsmethode, nämlich das Eventing auf dem Service Bus zum Tragen. An sich, was passiert ist, es melden sich wieder unterschiedlichste Receiver an, auf dem Enterprise Service Bus und anstatt, dass dieser Sender jetzt genau an einen Receiver die Nachricht schickt über den Enterprise Service Bus, versucht der Enterprise Service Bus, diese Nachricht an alle zuzustellen. Natürlich nur soweit sie auch online und verfügbar sind. Das heißt, out of the box ist nicht ein Storage-Konzept enthalten, dass wenn der Receiver nachher wieder kommt, dass er diese Nachrichten auch bekommt, sondern es ist wirklich eine Live-Zustellung im Endeffekt. Wenn Sie so etwas machen wollen, wie dass er die Nachrichten auch bekommt, wenn er im Offline-Modus ist, dann gibt es das dritte Konzept der Kommunikation. Und zwar geht es hier eben darum, dass Sie Queues verwenden, um diese asynchrone bzw. auch diese Offline-Kommunikation zur Verfügung zu stellen. Das heißt, Sie haben wieder ein Service, das Sie anbieten auf Ihrem Rechner oder auf Ihrem Enterprise Service Bus und die Sender in diesem Fall schicken eine ähnliche Nachricht wie vorher, nur dass Sie eben jetzt auf eine Queue schreiben, anstatt dass Sie auf einen direkten Kanal schreiben. Queues seit ein paar Tagen erst, sind in mehrfacherer Ausführung vorhanden. Also das ist sehr häufig ein kleines Verwirrspiel bei Microsoft. Es gibt einerseits die Windows Azure Queues und es gibt die AppFabric Queues. Keiner weiß so wirklich warum. Ich glaube, es liegt primär daran, dass das unterschiedliche Abteilungen bauen.
Jedenfalls ist es so, dass Azure Queues ein sehr einfaches Konzept von Queues sind. Das heißt, dort können Sie wirklich nur eine Nachricht hinschicken und wieder konsumieren. App Fabric versucht da etwas Mehrwert reinzubekommen und wie Sie es vielleicht von anderen Queuing-Systemen kennen, Topics, Subscriptions und so weiter einzuführen. Das Interessante hier ist, die Queue-Lösung, die gibt es erst seit ein paar Tagen, die ist jetzt erst im September, ist es glaube ich, Anfang September, released worden, beziehungsweise freigeschalten worden. Zur Info, diese Verwirrung, die findet sehr häufig statt, die findet auch bei uns intern statt. Welche man jetzt wirklich verwenden soll, was die Optimalform ist, gibt es nicht wirklich eine Best Practice. Momentan ist es eigentlich eher so, dass man sagt, okay, wenn Sie ganz einfache Kommunikationsmustern zur Verfügung stellen wollen, dann nehmen Sie die Azure Queues, sonst gehen Sie auf App Fabric, speziell auch deshalb, weil diese erst ganz neu sind. Zu den Queues selbst. Queuing-Konzept werden Sie sicher kennen, First-In-First-Out-Queue an sich, wo unterschiedliche Sender diese Nachrichten in die Queues hineinlegen und in dem Fall eben jetzt bei die Receiver nicht nur auf eine einzige Queue konsumieren können, das heißt jede Message dieser Queue kann bekommen, sondern auch auf sogenannte Topics subscriben können. Wie viele von Ihnen kennen das Topic-Konzept? Okay, gut, dann werde ich es kurz erklären. Was ist ein Topic-Konzept bzw. was ist eine Subscription in Queues? Topics sind nichts anderes als, ich würde es Tags nennen. Nennen Sie es mal ganz einfach. Sie haben eine Nachricht, das ist im einfachsten Fall eine XML-Nachricht oder wie auch immer, und sagen dieser XML-Nachricht, das hat diesen Tag, das hat dieses Topic. Und schicken diese Nachricht an eine Queue. Die Queue bekommt diese Nachricht im Endeffekt jetzt. Und wenn jetzt ein Receiver kann jetzt nicht nur sagen, ich möchte auf eine Queue mich subscriben, ich möchte von dieser Queue alle Nachrichten bekommen, sondern er kann bei seiner Subscription gleichzeitig sagen, ich möchte nur gewisse Nachrichten mit einem gewissen Topic, also einem gewissen Tag bekommen im Endeffekt. Das ist insofern relevant, weil Sie können jetzt zum Beispiel Systeme bilden, Sie können darüber zum Beispiel Balancing machen, Sie können darüber gewisse Kommunikationsmuster zur Verfügung stellen. Einfachster Fall ist, Sie haben eine Order Queue, wo Sie Bücher und CDs ordern können zum Beispiel und wir haben vorher gesprochen davon, dass wir zwei unterschiedliche Backend-Systeme haben, wo diese Orders jetzt zum Beispiel geprocessed werden können. Dann können Sie zwei Services machen und das eine subscribt sich auf die Order-Queue mit dem CD-Topic und das andere subscribt sich auf die Order-Queue mit dem Book-Topic. Beziehungsweise schaut drinnen nach. Das Interessante daran ist ganz einfach, dass der Kunde jetzt im Endeffekt zwar die Message aufbauen muss und das Topic dazugeben muss, er muss sich aber nicht darum kümmern, dass es unterschiedliche Implementierungen sind. So können Sie schön nach oben diese wegkapseln im Endeffekt. Subscriptions ist jetzt im Endeffekt so, das ist wie eine Art virtuelle Queue. Das heißt, Sie können eine Art Pattern definieren, wo Sie im Endeffekt sagen, egal in welcher Queue irgendwas passiert, ich möchte diese Nachricht bekommen, beziehungsweise ich möchte diese Art von Nachrichten auf meine Subscription bekommen. Das heißt, Sie haben in Queues sehr viele Möglichkeiten, wie Sie das nach unten brechen können, beziehungsweise skalieren können. Und die dritte Variante und die letzte Art der Kommunikation, die Sie über den App Fabric Service Bus derzeit machen können, ist sind sogenannte Message Buffers. Message Buffers sind einfache Möglichkeiten für, ich würde sagen, not reliable, also nicht wirklich sehr zuverlässige Kommunikationen zu kommen oder für nicht zuverlässige Receiver zu kommunizieren. Das ist sowas wie eine Art temporäre Queue oder eine Queue mit Ablaufdatum, wo Sie ganz einfach kleine Nachrichten, der Sender kann kleine Nachrichten in diesen Message Buffer hinaufstellen. Und der Receiver bekommt diese dann, sobald er sie hat, zugestellt. Sehr häufig wird das verwendet, wenn der Receiver nicht wirklich reliable ist, wenn Sie da irgendwelche Datenverbindungen haben, die nicht wirklich so wahnsinnig zuverlässig sind. Wie Sie den Buffer selbst konfigurieren, ist im Endeffekt nichts anderes, als es gibt eine Art Policy, dort definieren Sie, wie lange diese Messages überleben dürfen, wie groß sie sein dürfen, welche maximalen Count von Messages sie haben dürfen. Das ist zum Beispiel ein gewaltiger Unterschied zu Queues. Und die jeweiligen Receiver bekommen eben dann die Messages je nach Policy, so wie sie sie definiert haben. Es gibt dann noch ein paar andere Features, die mehr oder weniger auf alle von den genannten Methoden der Kommunikation zutreffen. Das ist einerseits Access Control Authentication. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, da kommt die Authentication-Komponente von Windows Azure ins Spiel, von App Fabric ins Spiel.
Man kann Transactions abbilden, man kann Filtering und man kann abbilden und es gibt sowas wie ein Metadata Exchange. Wichtig da ist bei diesen Komponenten, das ist dann nicht mehr alles out of the box, hundertprozentig unterstützt, nicht so wie sie es vorgesehen haben, dass sie ganz einfach nur XML-File ändern müssen, sondern da ist dann meistens sehr wohl Implementierungsaufwand notwendig, damit genau solche Arten von Patterns unterstützt werden. So, warum AppFabric Service Bus benutzen, beziehungsweise was kann er Ihnen bringen? Wenn Sie verteilte Applikationen haben, wenn Sie Applikationen haben, die Sie Ihren mobilen Endgeräten zur Verfügung stellen wollen, die Sie, wenn Sie Services haben, die Sie da public available machen wollen, ganz einfach, dann ist es der Service Bus sicher sehr gute und einfache Variante, diese denen zur Verfügung zu stellen. Sie können interne Services benutzen, Sie können das Service genauso auf Windows Azure hosten und haben damit die Möglichkeit, mit sehr einfachen Mitteln, sehr geringen Kosten, Ihren Endapplikationen die Scalability oder das Scaling anzubieten. Es ist sehr einfach, sie zu benutzen. Wir haben es jetzt nicht im Code gesehen, aber im Endeffekt, wenn Sie wirklich jetzt einen WCF-Service anbieten wollen, dann ist in Wirklichkeit 5 Zeilen von XML-Konfiguration, die Sie in Ihrer WCF-Konfiguration mit einbauen müssen, damit diese auch als Webservice oder publicly available sind. Es ist sehr leichtgewichtig, der Service Bus, und ja, developer-friendly, das ist eh das, was wir angeführt haben, und es ist wirklich, also die Barriere, um es zu verwenden, ist sehr gering. Ja, und es ist eine Möglichkeit, Ihre Services in einer gewissen Art zu schützen, nämlich dass Sie Denial-of-Service-Attacken verhindern können, damit zum Beispiel auf Datenservices, beziehungsweise dass Sie ganz einfach auch ja, entkoppeln können von dem wirklichen Endkunden. Das heißt, Sie können im Hintergrund Ihre Datenstrukturen, Ihre Services shippen, wo immer Sie hinwollen. Es ist vollkommen egal für den Endkunden, weil der Endkunde oder die Endapplikation wird nichts davon sehen. Gut. Das war ein kurzer Einblick in Enterprise Service Bus und AppFabric, was es so ist, beziehungsweise was es kann. Und wenn es Fragen gibt, stehen natürlich gerne zur Verfügung. Ja? Wie ist das, wenn man als Entwickler diese Services nutzen will? Gibt es da Microsoft Möglichkeiten für Entwickler kostenlos? Haben Sie MSDN? Ja. Da ist eine gewisse Leistung inkludiert. Ist die einfachste Variante. Sie gehen auf die MSDN-Seite, machen ein Sign-up für das Ganze, für Azure, und im Azure-Paket ist eine gewisse Anzahl an Kontingent da drinnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also für Entwicklungsressourcen, das MSDN-Offering, dadurch, dass ich nicht MSDN und so stark in der Entwicklung bin, ist das eine direkte Konkurrenz zu uns, wenn wir was verkaufen wollen. Das ist wirklich gut. Auch Windows Azure, also die Komponenten sind dort auch drinnen, wenn Sie Rechner hosten wollen und so weiter, das ist auch mit drinnen. Weil es in die Richtung geht. Es ist richtig. Was wir derzeit machen können ist, und was viele machen ist, sie verwenden welche Art von Serviceorchestrierung auch immer dahinter. Also es gibt ja mehrere in der Microsoft-Technologien, hosten die in Windows Azure, bieten das Service dann noch extern an. Wie gesagt, jeder definiert, was ein Service Bus ist, und jeder sagt, es ist ein Service Bus, er ist ein Service Bus. Es ist richtig, die Choreografiekomponente, die Orchestrierungskomponente ist in AppFabric derzeit noch nicht verfügbar. Nichtsdestotrotz wird es in die Richtung gehen, dass man in Zukunft immer mehr Richtung Services anbietet und immer mehr in Richtung Enterprise Service Bus geht. Momentan haben Sie recht, es ist primär die Entkopplung, die Ihnen den Vorteil bietet und die Möglichkeit, die Services dahinter relativ einfach auszutauschen. Ja, man kann sagen, es ist eher, also momentan ist es eher ein Service Broker, das ist richtig, ja, als ein wirklich vollwertiger Service Bus. Aber wie gesagt, jeder definiert was. Webs4 MQ definiert sich selbst als Service Bus, hat sicher nicht mehr Funktionalität als das zum Beispiel. Sonst noch jemand? Gut. Wenn nicht, dann sage ich danke, und ich bin eh noch den ganzen Tag da, also wenn es Fragen bezüglich Azure oder AppFabric noch gibt, bitte jederzeit vorbeikommen.